So. Was geht eigentlich bei euch da drüben ab? Panzer? Okay. Churchill ist am Drehen. Hui. Einfach zu wenig Treibstoff, das nervt mich jetzt gerade ein wenig. Unter 10, ey. So, da ist noch ein Churchill. Nächste Churchill-Kompanie. Alter. Eine defensive Artillerie ist das so. Ich brauch mal einen Henschel-Angriff. Das klug hier zu bauen, ich weiß. Da kommt noch ein Churchill. Ja, bei mir war auch vorhin einer, aber... Oh, fuck. Scheiße! Rückwärts! Zu spät gesehen. Selbst der mächtige Churchill-Panzer ist in so einer Einheit nicht gewachsen. Bis auf die... So mächtig waren die auch nicht. Churchill. Ja, bis auf die Panzer ist ja nichts mächtig. Eigentlich habe ich gehofft, wir nehmen das Ding da wieder ein. Okay, haben wir hier noch irgendeine Reparaturen halt von da kommt doch schon wieder einer. Viel besser, das hätte ich mit Leer gebraucht. So, wo haben wir denn was? Das sieht doch ganz lecker aus. Nicht wegrennen! Gerade ist bei mir ein klein wenig Party. Machen wir Feuer nach eigenem Ermessen. Nicht wegrennen. Die können nicht reparieren, ne? Der ist teuer, tot. Toll, jetzt kommen wir. Was machst du? Was machst du? Nicht vor. Warum ist der eigentlich immer so nah ran zum Schießen? Alter, hallo, ja Berge genau, Tiger. Das nenne ich Tuchfühlung. Machen wir nochmal zwei? Ich bin gerade am Reparieren. Knut. Ich wollte irgendeinen Sektor sichern? Den hier. Genau. Können wir eigentlich auch mal einen Bergetiger holen, ne? Wo ist denn der gewesen? Nö, ich mach schon. Achso, du? Okay. Mach schon. Okay, okay. Was haben wir da hinten schon? Da ist schon eine Menge Sachen. Welche Taktik hast du eigentlich genommen, Cabo? Defensiv. Ach, was soll's, jetzt mach ich mal ein Schiff. Brauch noch ein bisschen für die Raketenartillerie. Wow. Halt, da, ihr macht da weiter. Ihr beschießt hier mal weiter, ja? So, welcher Sektor ist denn noch nicht gesichert eigentlich? Hier am Rand, wo ich gerade stehe. Er rennt. Krieg ich den? Ansonsten sieht es. Bodentruppen der Luftwaffe gehen mal dahin. Ja, du könntest auch neben deinen Hotskills mal ein Munitionskettenfahrzeug bauen. Ja, genau, ah, das war's noch, was mir gefehlt hat. Genau, ich wusste nicht, was ich machen. Dann laden die ja einiges schneller nach, ne? Ja. Mhm. Sag ich es einfach mal so, ne? Na, war richtig. So. Man, wenn die ja, da eh raufkommen wollen, dann können die mich da auch mal gerne haben. So. So sieht es doch gut aus. Nee. Was? Muss noch mal eins raufgehen? Tatsächlich. Oh. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt. MG in Kampfhandlung. Was? Kommt da jetzt? Was? Ein Crocodile? Na schau. Schön. Weg! Ist der Panzer schon fertig? Sind wir unten immer noch?
Tatsächlich. Hallo Churchill? Guck mal da rein. Boah, was hat denn. Na, ich glaube, ich bin nie wieder ein Verteidigungskommandanten. Nee. 8-8 hat sich so toll angehört, aber dann ist er irgendwie dann doch nicht so. Ja, hab ich, denke ich mir nämlich auch gerade. Ja, schon ziemlich stark. Ja, ja, also einmal Artillerie drauf und das Ding ist weg und das Ding kostet so viel wie ein Panzer. Machen wir mal zwei noch von denen. Muss ich mal direkt vor, kein Bock mehr. Was ist das da? Ein Churchill. Hier in die Pack, schnell. Hallo, könntet ihr mal in das Gebäude gehen, bitte? Fällt gerade natürlich ein. Die Panzer könnte ich dir mal holen, ne? Kriegt ihr die nicht? Alter! Der kommt doch wohl nicht wirklich durch. Also. So. Aus meinem Papier hier rein. Ja. Okay, sie macht dann doch das Gegenteil von dem, was ich gedacht habe, dass sie macht. Unsere schweren Raketenbatterien bitten um Zielkoordinaten. Raketenbatterien haben Ziel bestätigt. Feuersequenz wird eingeleitet. Toll, super. Das hat die ja jetzt voll interessiert, was ich da gemacht habe. Mir fällt Pokal ein, das war. So, wo war noch ein Lama, Meister, da. Ach Mist, die Suchscheinwerfer habe ich ja gar nicht. So. Ja, genau, Feuerwehr. Au! Mittlerweile müsste ich endlich mal den Panzer bauen dürfen. Der Panzer ist einer der besten Panzer des gesamten Kriegs. Das ist mit mittlerer Hinsicht vielleicht schon so. Schweres. Wir verlieren schon wieder einen Sektor? Sag mal, wie schaffen die das? Es ist zum Heulen. Oh, nö, Panzer mein Hotchkiss. Jetzt bräuchte ich mal einen Bergetiger. Darf ich jetzt natürlich nicht mehr machen hier oben, das ist klar. Okay, da kann ich mir noch ein paar Pioniere mehr. Was ist denn der? So. Ach, einer geht noch. Okay. Einer geht noch. Einer geht noch. Unser Panzerkommandeur geht noch, ne? Jupp. So. Jetzt sollten wir dann aber sicher sein hier oben, oder? Also ich. Sollten wir sicher sein? Also ich meine ich. Schon immer gut, wenn man so mitdenkende Freunde hat. Ja, also ich bin ja hier auf der Seite gerade ein bisschen arg alleine, ne? Also nur mal so, Kollege. Eigentlich auch in den Bunker. Damals. Pack. Warum baut er schon wieder dieses blöde Gebäude nicht? Ach, der zerstörte Hotchkiss verliert seine Verbesserung. Na super. Machen wir mal zwei Sniper, jetzt langt was nach vorne. Ja, keine schlechte Idee. Was ist denn da hier alle? Krieg ich den? Wir sind alle wieder tot!
hinten, jetzt kommen sie mit Panzern. Natürlich von hinten, die Schweine, die blö. Warte mal. Kaschka, kannst du noch reparieren? Gerade. Nicht genügend Munition. Was halte ich für. Achso, doch, Munition halt nicht. Das halte ich für ein Gericht, aber das Gericht stimmt. Komm bitte, den Spinner her. Ich befestige schön die von außen rum. Das war eigentlich deutsche Art und Weise. Dann jetzt hopp, 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 komm schon! Churchill da! Sehr schön! Komm jetzt nicht! Depp! Also der Junge, doch nicht auf den. Geh da weg! Reparier! Von denen können tatsächlich kommen. Nein! Kein Churchill, kein Churchill! So, Panzer ist noch nicht fertig. Eine Frontlinie entsteht. Frontlinie. Alter! Wo habt ihr zielen gelernt? Tja, dann kommt mir jetzt doch wohl nicht etwa. Ich könnte es dir jetzt verraten, wo sie zielen gelernt haben, aber das würdest du mir nicht glauben. Bei Otwin? Jupp. Wie schlecht. Ihr könnt ihn doch jetzt hier kommen lassen. Das darf doch nicht wahr sein. Wo denn? Boah. Ach, den Jeep! Den Jeep! Der ist einmal durch mein. Der ist durch meinen Panzer einfach durchgefahren. Da hat irgendwie schon fünfmal. Ja, Panzerpanzer. Irgendwie 5-6 Mal geschossen. Meine Panzerfaustschützen haben geschossen. Egal, alles daneben. Der Jeep, der ist von Fortuna persönlich getauft worden, glaube ich. Das ist Wahnsinn. Das kann sein. Noch mehr, ich kündige. Das sage ich auch schon seit 2 Stunden. So. Ach, der hat dahin geschossen. Das jetzt mal einnehmen, endlich. Oh, zurückerobern, ey. Reister Jeep, ey. Ein mächtiger Churchill-Panzer, unseren Einheiten nicht gewachsen. Wie gut, dass der Gegner keine mächtigen Churchill-Panzer hat. Ich glaube, mein Pionier ist weg. Ich hatte mal so viele. Hä? Wieso hat der jetzt keine. Sehr kluge Idee. Och, ich stell mich mal aufs Dach, da bin ich bestimmt sicher. Aber wie offensichtlich der da steht. Wo denn? Wo kann man nochmal markieren? Da neben dem blauen Pfeil über der Minimap. Ja, jetzt ist er weg. Ah doch, da ist er jetzt, ein anderer dort oben. Ja, das ist ja meiner. Wir werden gerade etwas überrammelt. Ja, weil meine. Oh, dieser 8-8 ist wieder mal nicht belagert besetzt. Zwei. Und. 4. Bumm. 8-8 Spaß. Ja, friss das! Boah! Achso, ja, ich muss schon mal da oben. Und das Ding schon wieder her. Das ist er! Das ist der Chief von vorhin. Jetzt gebe ich ihm den Rest. Hallo Jeep. Panzer ist Panzer. Panzer, mein Name. Warum muss ich immer alles abhauen? Weißt du schon lange da? Weil es ist grün? War das die 8-8? Apropos. Ja. So, jetzt. Ne, mir fällt gerade ein, dass ich da einen Panzer noch in Auftrag hatte. Ah. So, Froschenkel hüpfen zur Zielposition. Froschenk? Ja, Froschenkel. Und der Panzer steht. Hier, die Dinger.
Ah. Ein Quatschkäse-Panzer. Ach ja, diese Artilleriepanzer da. Ah. Wollen wir mal endlich ihre Quartiere dann angreifen? Zeit. Froschschenkel werden abgeworfen. Ja, macht mal. Schon wieder. Die kann ich ja auch einfach mal. Ne, muss aufgeklärt sein. Nee. Wetten, dass meine Pack. Das ist nicht Pack. Ich wollte gerade sagen, das ist Pack. Das ist nicht. Könnt ihr euch mal dahin bewegen? Ah, ihr Froschschenkel jetzt. Dankeschön. Weißt du, ich blockiere hier den Churchill. Und bei der Explosion gibt's natürlich einen Motorschaden für meine Einheit. Ich würde eigentlich schon gerne. Mensch, ich bin. Ich glaube, das war knapp. Das war sehr knapp. Wo kam das? Nee. Ja, da sind wir mal alle tot. Nicht genügend Arbeitskraft. Ist ja herzallerliebst. Kauft euch einen Lolli. Ja, hallo. Da, komm, schieß! Schneller! Der steht hinten! Schießen in den Arsch! Zielen. Schneller! Komm schon! Der schießt nicht direkt Richtung zum Zurück. Bist doch mein Depp! Der Pionier ist aber auch irgendwie cool. Ja, eben. Wir haben bis zuletzt für das Vaterland gekämpft. An alle Soldaten des Vaterlandes. Lalalala, beachtet mich gar nicht. Ja. Oh, schlechte Idee. Im Genester nicht. Gut. Na komm, lass die von mir aus. Gut, die sehen auch nicht weniger stereotypisch aus. Was war das? Oh, hi. Von wo werde ich geschossen? Ich weiß es nicht. Ihr Fahrzeug ist in die Papier, wunderbar. Nein. Das Spiel ist doch kacke. Ja, ist so. Ja. Das Gebäude ausgeschaltet. Hatte ich nicht irgendwo einen Wirbelwind? Oder? Auf was schieße ich hier eigentlich? Ah, Crush Tester? Stimmt, wo ist eigentlich mein Ich glaube, der Berg ist ein Nachteil. Das ist doch fast so, wie ich dachte. Uiuiui. Ui, ui. Hauptsache die Hälfte der Panzer ist ein Reparaturpanzer. Panther, nicht Puma. Wo ist der Unterschied? Es Puma gibt keinen. Halt, stopp, Moment. Das können wir ja so regeln. Dann können wir das. Das kann ich mir nur da drauf machen, das ist blöd. Ich glaube aber, der Panzer ist tot. Einheit ausgefallen. Wollen wir irgendwas bauen? Ja, geh mal dahin. Die Zielposition gehört schon bald uns. Achtung, hier schließe Panzer einsatzbereit. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Wir warten darauf, gegen den Feind vorgehen zu dürfen. Ja, hi, du bist immer noch da. Ja, der hat Spaß. Ja, natürlich haben die Gegner Spaß. Ah. Dafür, dass du ein Jagdpanzer bist, hast du aber ziemlich verschissen gegen den Panda.
Oh, jetzt kommen die schon wieder an. Ich glaube nicht, dass der... Ich nehme an, ihr habt die ausgesichert soweit, dann bleib ich mal auf meiner Seite. Fuck! Nein, 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 nein! Kommst du nicht durch? Sprechen sie bei mir durch? Scheiße. Meinerweise müsste ich doch. Au! Okay! Ich hab's verstanden! Ich hab's verstanden! Hatte ich nicht mal mehr Panther? Ist in Ordnung. Och, Quatsch, du machst mir meinen ganzen Spaß kaputt. Mach ich aber auch. Kommt, da ist ein Sherman. Was zum Teufel? Ein Hauptquartier-Kommando-LKW. Ich glaube, der Gegner zieht um. Ja, den hatte ich vorhin schon mal gehabt. Der hält ein bisschen was aus. Obwohl er nicht danach aussieht, oder? Nee, nicht wirklich. So, du fährst jetzt einfach mal da lang. Er fährt noch, keine Sorge, er fährt noch. Alter, das Ding wird wahrscheinlich nur noch mit Kabelband zusammengehalten. Oh, jetzt nicht mehr. Halt, stopp, 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 da hab ich einen Panzer gesehen. Oh. Mein zweiter Panther, wo ist denn der weiter? Wo? Der drin. Wo war mein Panther? Wo ist der Panther hier? Wo ist der Panther? Hab ich den nicht gebaut? Ach, da war. Ach nee, wird noch wieder. Dann werd halt auch fertig. Ach so, wahrscheinlich Bevölkerungsgrenze erreicht. Egal. Okay. Was soll's. Nein! Was? Ich hab einen Crash. Oh. Nicht schon wieder, oder? Jetzt, wo nicht. Wir gerade am Gewinnen sind. Jetzt, wo wir gerade am Verlieren sind. Was? Verlieren? Irgendwelche Leute mal noch vor. Crash Report, das ist ein Problem aufgetreten. Das Programm muss geschlossen werden. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich soweit fürs Zusehen und den Rest der Partie seht ihr dann wahrscheinlich aus Kabus Sicht. Und ich glaube, das zeigt ziemlich gut, Company of Heroes, ja, ganz nett, aber ich glaube, so auf Dauer wird es wohl nie so gut funktionieren wie Wuse beispielsweise. Ja. Scheint mir leider auch so. Man kann ja, immer noch den Mod probieren, mal schauen, wie der läuft. Also, der hat ja noch mehr Performance-Probleme. Ja, aber ich meine, Gegensätze könnten sich anziehen. An alle Soldaten des Vaterlandes. Aber gut, dann bin ich mal weg und falls ihr euch für das Ende interessiert, dann guckt bei Capo weiter. Bye, bye, bye. Ciao, ciao, Edwin. Tschüss. Do it. So, jetzt will ich aber hier bei dem Sturm natürlich mit dabei sein. Holen wir mal alles vor, was wir haben. Was wird das eklig beim Bearbeiten, ey. 5-6 Mal synchronisieren. Oh, passt. Raus. Ach, ja. Geht auch nicht mal rein. Nicht genug Munition. Oh, langweilig. Mein Gott! Puh, 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 puh. Und zumindest ein Panzer ist mal da. Ach, du schießt gleich auf das da unten. Boah, das sollst du auch machen. Hauptsache noch ein Pack bauen, ne?
Das sind 20 Panzer vor der Tür. Holt mal das Pack raus. Wie wär's, wenn ihr das Gebäude ganz kaputt macht? Ja. Das sind 20 Panzer. Du hast doch den Panzerschreck. Da ist doch nur noch ein Schuss drin. Ja, dann werde ich an deiner Stelle ziemlich gut zielen. Das war Basis 1, okay. 1 und 2, glaube ich. Oder da kommt eine Basis entgegen. Cool. Da kommt eine Basis entgegen? Ja, da fällt gerade eine Basis entgegen. Ah. Hör, das feindliche Hauptquartier. Es ist einfach weggefahren. Bitte, was? Naja. Motorschaden! So. Ich meine, der Fahrer so, ist auch das sehr. Das feindliche Hauptquartier hat Motorschaden. Ich hab wieder nur einen anvisiert, ne? Ja, ja. Da hinten muss ja irgendwas sein. Sehr schwerer Panzer. Ah ja, okay, das ist natürlich eine Steigerung. Sehr schwerer Panzer. Ich bin ein sehr schwerer Panzer. Also soll's geben. So. Wir warten darauf, gegen den Feind vorgehen zu dürfen. Wir erobern die Zielposition. Dann hüpfen meine Hotchkiss mal wieder voran. Jedes Mal. Ja, das ist auch schön, aber... Kommt schneller! In der Mitte steht einfach mal so ein Churchill rum. Ein Sherman. Churchill. 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 Weißt du was? Wo ist eigentlich... Haben wir hier zufällig ein Gebäude, dann könnte ich hier infiltrieren. Ja, da ist eine MG-Stellung. Nee, das muss eine neutrale sein. Nur so weit. Ich glaube, ich habe einen erwischt. Oh nein. Ah, okay. Das ist aber auch blöd, wenn du dann jedes Gebäude da finden musst noch. Möchten Sie sich das Schlachtfeld ansehen? Ja, natürlich. Ja, wenn wir noch dieselbe. Ach, jetzt ist es schon vorbei. Haben die Leute ja gar nicht viel verpasst. Nö. 5 Minuten. Zwei Wehrmacht so. In der Mitte, Panzer, die da oben und unten. Passt. Warum hat er. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen arg fies hier, ne? Das ist ganz klar. Getötet, Verluste. Warum hat die, ja, die haben mich aber auch alleine gelassen, ja, die ganze Zeit. Ja, das muss man jetzt auch mal mit reinbedenken. Ja, ich musste ja, alleine eine ganze. Deswegen Front. Bin ich ja auch rübergekommen. Ja. Weil ich gesehen hatte, dass ihr die ganze Zeit bei mir nur rumgammelt. Gesehen, ich bin bei Utwin rüber und hab Utwin geholfen links. Ja. Veteranenstatus, der einzige, wo du wahrscheinlich ist es deswegen abgestürzt. Bleiben. Ich weiß echt nicht, was das für ein Problem ist, ey. Es nervt. Diese Weise kann ich nicht aufnehmen. Das gut. Geht nicht. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei irgendwas. Vielleicht mal Ruse. Vielleicht kann ich ja mal Ruse aufnehmen, ohne dass ich Probleme bekomme. Das wäre natürlich schön. Das ist ja eigentlich naja, auch gleich Ruse. Eine Gerechtigkeit, ne? Ja, was noch, ja was noch eine machen. Idee wäre, wäre ja Ruse 2 gegen 2. Ja. Und wieder Ruse. Das funktioniert wenigstens. Und abgestürzt. Er hat ja und nichts, was er jetzt mehr hast du nicht zu deiner Verteidigung zu sagen. Es gefällt auch vielen Leuten. Ja. Gut, man weiß auch nicht, wie viel Company of Heroes gefällt, aber selbst wenn Company of Heroes sehr vielen Leuten gefällt, er stürzt trotzdem immer ab. So, bedeutet für dich, du musst mal nachschauen, wie man es eben hinbekommt, dass es nicht abstürzt. Ja, das wäre ein logischer Ansatz. Wenn es überhaupt eine Lösung gibt. Naja, das 2 Liter Wasser ist, hilft immer. Nur die Steam-Version, die ist so instabil. Aber das normale Spiel, das kann man ja nicht mehr online spielen. Ich glaube, das hatte nicht mal Netzwerk-Möglichkeit. Bin mir da gerade unsicher.
Super. Ja, das wollte ich aber auch gerade sagen. Super cool. Okay. Wann machen wir denn eigentlich dann mal das Vierer-Match mit Warframe? Mal so gefragt, weil wir es jetzt alle auf der Platte haben. So nebenbei. Irgendwann. Wir werden vorher erstmal so ein bisschen spielen, würde ich sagen. Irgendwann? Oder war irgendwie sowas mit August? Utwin meinte, ja, da könnten wir mal anfangen. Ja, es kam mir dann irgendwie sehr viele andere Spiele dazwischen. Da haben wir eine Weile Path of Exile gespielt, dann eine Weile dies, dann eine Weile das. Jetzt, wir werden sehen. Es kommt einfach so vieles dazwischen jetzt. Es kommt ja auch noch Heroes of the Storm, wurde jetzt nochmal zwischen reingeworfen. Naja, ich würde sagen, das erste... Kabo hat wahrscheinlich noch Aufnahme laufen. Ja, wahrscheinlich immer noch, ja. Was sind wir schon aber auch total private Sachen, ey. Ja, was heißt private Sachen? Ich dachte halt jetzt so, irgendwann will man ja mal Schluss, aber wenn ich der Einzige bin, der auf Wiedersehen sagen möchte, dann bin ich halt der Einzige, der auf Wiedersehen sagen möchte. Seht ihr, so bin ich zu euch. Lieb, brav und nett. Also, ciao. Tschüss. Ciao.